Moin Moin und willkommen zurück. Ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid. Und wir gehen direkt weiter in der Geschichte. Wir finden uns hier in diesem Turm von Luxario Cario, auf jeden Fall diese Magierburg. Und haben diesen roten Wolf hier besiegt in der letzten Folge. Und ja, jetzt durchschreiten wir diese Tür und gucken mal, wo wir dann hinkommen. Was es denn noch so alles zu entdecken gibt. Wenn ihr es nicht bereits getan habt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Hier draußen, was ist das denn? Das sind kleine Krebse? Oh oh, kleine Krebse bedeuten meistens auch große Krebse in der Nähe sind. Bisschen aufpassen. Ich kann meine Hunde freilassen hier, wenn ich will. Aber wisst ihr, was wir machen? Ich gehe mal kurz hier rein. Wir gehen mit Feuer, ruhen wir uns doch noch mal ganz kurz ein bisschen mehr aus. Denn dann haben wir auf jeden Fall unsere Getränke wieder aufgefüllt. So, können wir Stufenanstieg machen? Wie viel haben wir denn? Locker, wir haben einen besiegt. So, jetzt gucken wir mal, die Stärke nochmal erhöhen? Oder machen wir diesmal einfach mal das Geschick? Ich würde die Stärke erhöhen. Das hat aber einen einfachen Hintergrund, dass ich eine Waffe habe, die auf 40 ist bei Stärke. Und ich würde die ganz gerne mal testen. So. Deswegen. Gut, aber dann geht es hier nochmal weiter. Also nochmal das Ganze von vorne, wir gehen nochmal raus. Und ich sage auch nochmal ganz überraschenderweise, oh, Krebse. Das bedeutet, es sind immer große Krebse in der Nähe. Nee, egal. Wir schauen mal hier, was es hier so zu entdecken gibt. Ja, ich weiß, es gibt schon ganz viele YouTuber, die mit dem Spiel schon durch sind und auch ganz viele Geheimnisse entdeckt haben. Aber darum geht es mir ja gar nicht. Mir geht es ja nur darum, mir das Ganze mal anzuschauen hier. Was sind die denn für Leute hier? Kann ich umhauen? Gut. Kleine Töpfe, große Töpfe, fiese Töpfe. Okay. Kommt hier gleich in die Ecke. Warte kurz ab. Ich glaube, es hackt. Scherbe eines lebenden Gefäßes, okay. Dass wir da wohl anfangen können. Gesprungener Topf. Sehr gut. Müssen wir nachher mal wieder ein bisschen ausnutzen, damit wir ein paar Sachen herstellen können. Aber jetzt geht es erstmal darum, zu erforschen. Also wir können die Hunde freilassen. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht hier. Weil die einfach nur so die Krebse rumeiern. Ist die Frage, warum die fragen, ob wir die rausholen wollen. Hol die mal raus. Können die ein bisschen mit mir laufen hier? Ich weiß nicht mal, wie die hochgehen. Kommen die mit hoch? Ne, hier hoch dürft die nicht. Dann müsst ihr hier unten bleiben. Kommen sie hier runter? Dann gehen wir erst hier unten längs. Da haben wir eine Lilie. Wie ist eine kleine Geheimtür? Nee, doch nicht. Doch, kann man öffnen? Nicht von dieser Seite, okay. Wer kommt da denn an? Okay. Ah. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Uiuiui. Nicht zu gefährlich, aber wenn zwei, drei davon kommen, wir wissen es, dann kann es wieder ein bisschen schräger werden. Okay.
viele Gegner. Unsere Wölfe haben gut was abbekommen, ne? Wenn man mal guckt. Also wirklich gut was abbekommen. Nein, die sollte. Okay. Schleimstein-Glühwürmchen, okay. Da drüben, da können wir bestimmt später hin. Die Hunde sind irgendwie cool. Oder wir können direkt hier rüber. Können wir da rüber jumpen hier, oder? Um zur Brücke zu kommen? Es gibt auf jeden Fall eine Abkürzung hier, sieht man. Da kann man rüber hüpfen. Ist die Frage, ob wir es gleich machen. Aber erstmal gehen wir hier längs. Gucken hier drüben alles an. Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Das wollen wir ja auch nicht. Ah, okay, da ist der Mama-Krebs. Krabbenmeier. Guck mal hier, ob hier noch irgendwas ist. Oft liegt ja mal eine Leiche in der Ecke oder so. Hier aber nicht. So, ihr beiden Wölfchen. Jetzt gehen wir mal hier längs. Ah, Geheimgang? Kein Geheimgang. Schade. Hätte aber sein können natürlich, ne? Hier ist eine goldene Saat. Können wir doch ein Fläschchen machen vielleicht. Da kommt schon gleich noch ein Krebs hoch. Hab mir gedacht. Oh! Hab ich schlafen gelegt. Der Affe. Sehr gut. Goldene Rune. Mein Hündchen ist platt. Naja, einen Hund haben wir noch. Na, zwei eigentlich. Der pennt noch, der andere. Ach, der Hund pennt. Wie lange pennt denn der? Na, gucken wir mal nach, ob der immer wieder aufwacht. Goldene Rune. Schlafmütz. Hier links. Schimmerstein Kronos vom Haus Kolos. Was immer das ist. Streifenweißes Fleisch. Die Hunde sind weg. Komm ich runter irgendwo? Da ist einfach Licht. Oder können wir nicht, glaube ich, die einfach runterspringen? Das wäre ein bisschen fatal und auch ein bisschen tief. Ja. Jetzt ist die Frage, wo wir hinwollen. Das haben wir alles abgegrast jetzt? Das haben wir auch abgegrast. Das heißt, es gibt ja noch diesen Sprungweg da eigentlich. Und hier oben können wir auch noch längs gehen, stimmt. Komme ich denn darauf? So. Dann plündern wir hier. Steinschwertschlüssel, geil. Sehr gut, jetzt gehen wir da oben mal längs.
Da, wo wir den Hunden nicht längs konnten. Okay, da oben sind wieder diese blöden Hyopais, die gerne schießen. Da unten auch noch einer. Okay, ist mir schon uncool. Ist ein bisschen uncool. Ist die Frage, ob wir die platt kriegen können, ohne dass die uns die ganze Zeit abschießen. Das sind wirklich viele. Treppen kann ich nicht hier durch. Ah, guck mal, er haut da durch, okay. Aber da oben sind keine mehr, ne? Sind doch alle hier unten jetzt. Oh nein! Der hat mich echt nicht erwischt, der Typ. Da waren zu viele auf einmal, ne? Ah, das ärgert mich gerade. Das ärgert mich natürlich ein bisschen. Was soll's? Wir probieren es einfach noch einmal. Naja, das Gute ist, ich muss den ganzen Weg da hinten nicht mehr längs laufen. Eigentlich nur oben längs erstmal. Unten sind zwar ein, zwei Gegner, aber die sind nicht so schlimm. Wir müssen bloß das Ganze da hinten nicht nochmal machen. Machen wir eigentlich nur die kleinen Futzis hier vorne. Warte. Die kommen auch noch. Ich muss auf jeden Fall neue Dings haben hier. Brauch mal das. Das Schild ist ein bisschen besser gegen Magie, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das erste Mal. Nee. Ist genauso scheiße. Okay, aber den müssen wir mit dem Fall im Bogen wegmachen. Ich habe noch einen Schuss. Ruhig mal alle hier ranlocken.
So, wer ist noch einer hier? Da oben ist noch ein Zauberkuttentyp da. Den holen wir auch nochmal. Aber ich glaube, er ist alleine da oben, ne? Ja, okay. Rune, Rune, Rune. So. Jetzt die Frage. Wollen wir erstmal hier oben gucken, ob da oben noch einer drauf ist? Mehr nicht. Aber dann kann man hier durchlaufen. Kann man es aufmachen? Von dieser Seite nicht zu öffnen. Okay. Habe ich mir schon gedacht. Bin hier unten rum. Schimmersteinschleifmesser. Okay, hier geht es aber gar nicht weiter. Gut, wenn es hier nicht weitergeht, dann gibt es ja nur die Möglichkeit, doch diese andere Brücke da zu nehmen, die ich gerade eben schon drüber gesprochen habe. Was anderes wüsste ich nicht. Das geht nicht? Warum geht das nicht? Zu wenig. Diesen großen auch mal platt machen. Wow. Na gut. Gemacht. Nein, shit. Okay, also von vorne sollte man den nicht angreifen, den Affen. Schlecht. So geil, dass er die alle meine Gegner wegflügt, aber. Oh, Alter. Heieieiei, ja. Der ist ein bisschen hart. Aber naja. Gut, wir es alle noch haben. Das heißt, es gibt ja eigentlich noch diesen einen Weg hier. Und das ist der hier über diese Brücke führt. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Ich teste es einfach mal. Na toll. Oh! Mein Gott. Hätte man auch wissen können. Okay, aber kommen die ganze Zeit Kugeln? Ja. Weil ich raufhüpfe wahrscheinlich, ne? Da kommt die. Das ist schon gemein hier. Da kommt die erste Kugel, okay. Die nächste Kugel. Trifft er mich hier an? Hoch da. Oh. Ey, es ist gemein, das Ding.
Da geht es zu irgendeinem Portal. Hier kann man eine Tür aufmachen vielleicht. Ich kann die Seite zu öffnen. Ich muss gucken, ob ich noch irgendwie was... Da steht ein Ritter. Dann muss erstmal hier links gehen. Es werde hoch, aber Loch. Okay. Das Problem ist bloß, dass wir noch kein... irgendwas anderes haben hier. Also müssen wir uns gegen ihn hier stellen. Karianischer Ritter Mohngrum. Das sieht irgendwie schon so fies aus. Oh. Oh, fuck. Das war ja dumm. Aber er kann auch davon getroffen werden. Okay. Muss man sich mal im Kopf behalten. Vielleicht könnte ich bis runter rennen, bis zu dieser Kugel. Wisst ihr, was ich meine? Ich renne runter bis zur Kugel. Also ich renn runter und springe dann an die Seite und dann wird er die ganze Zeit von den Dingern da getroffen. Ich weiß nicht, ob er auf mich raufspringen kann oder nicht. Okay, wir müssen da hinten längs. Okay, wir müssen auf jeden Fall nicht dieses große Ding nochmal besiegen, weil das ist ja jetzt Quatsch. Was hier bloß gefährlich ist. Ist natürlich, dass man trotzdem irgendwie getroffen werden könnte. Das ist das, man wird trotzdem getroffen. Man könnte diesen Ritter doch da rauslocken. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber das geht auch nicht. Geht anscheinend doch nicht. Schade. Wir müssen uns doch den Kampf stellen, leider. Das ist auch hart. Der trifft dann auch richtig hart, diese Kugel, ne? Also die trifft dann nicht nur so ein bisschen, sondern die trifft einen hart. Na, können wir probieren, gegen ihn zu kämpfen. Huch. Alter! Der hat mich sofort geblockt. So ein Wichskopf. Habt ihr es gesehen? Hat mich sofort... Okay. Kann ich ihn ja auch blocken mit seinem ersten Schlag eigentlich, oder? Wenn das geht. Kann ich mit dem hier bloß nicht. Muss ich das Ding haben. Ja. Okay. So, das Ganze nochmal. Ach ja. Oh,
Jetzt muss ich ganz sterben. Jetzt haben wir so viele Runen, die da wegsehen. Ah, guck mal. Das geht auch, okay. So. Lass mal gucken, ob das geht. Wie ich mir vorstelle. Nein! Mann! Oh nein! Alter, da muss man echt aufpassen. Der blockt echt schnell. Shit. Shit. Auf ein neues. Kommt nicht weiter raus. So. Affe. Dann nehme ich mir die Environment zur Hilfe. Karianisches Ritterschild. So, das gucken wir uns doch gleich auch mal an. So, gucken wir uns das mal an. Können wir nicht benutzen, denn da brauchen wir Weisheit 15 für. Okay. Ist auch nicht so ein Highlight. Gehen wir mal weiter.
Shoot S. Na. Gucken wir hier alles durch nochmal. Keine Springen voraus. Ja. Warum schreibt man sowas hin, wenn man weiß, man soll da nicht runter Aschen eiern, oder? Das ist dummes. Das nervt mich immer. Es wird aufrufen. Zeit für dies, Zauberer. Wahrscheinlich. Achso, da geht's irgendwo runter. Gut, lass uns erstmal hier rechts gehen. Nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Oder wir irgendeinen Geheimgang freischalten können. Einen Geheimweg. Oh. Ist nur einer oder sind zwei? Perfekt. Beim nächsten Licht müssen wir auf jeden Fall uns heilen. Wie kommt man denn da drüben runter? Habt ihr das gesehen? Muss es auch noch irgendwie einen Weg geben oder sind wir da schon gewesen? Das ist die Tür, die wir nicht aufkriegen hier, ne? Links versuchen. Scher? Links versuchen und dann links, hä? Springen, das war uncool. Ne, es ist ein bisschen zu tief. Und von hier? Hier ist ein bisschen, das ist ein bisschen zu weit zu springen, glaube ich, von hier, ne? Ach da, komm mal längs. Was können wir machen? Jetzt kann man die Tür hier aufmachen. Wahrscheinlich von der Seite. Was das genau bringt, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht ist es ja so eine Art Abkürzung. Ich weiß es nicht. Wir wissen jetzt, wenn wir alle Türen aufmachen sollen. Jetzt gibt es hier auch noch eine Leiter nach oben. Gucken, was oben uns erwartet. Ich hoffe, keine Gegner. Hallöchen, wer bist du denn? Okay. Die würden uns wahrscheinlich angreifen, wenn wir unten reingehen, ne? Wir können die jetzt von hier oben angreifen. Behaupte ich mal. Ob das so ist, weiß man natürlich nicht. Goliath da runtergefallen? Anscheinend. Okay, gut für uns, schlecht für ihn. Der wäre wahrscheinlich hier oben. Der wäre da runter. Ach so. Die haben diese Zauber gewirkt. Aber der wäre vielleicht von hier oben runtergeballert für uns. Na, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Bilde ich mir auch gerade nur was ein. Schimmerstein Skarabäus. Okay. Hier kann man aufs Dach jumpen. Sollte man vielleicht tun. Erstmal gucken wir nach, ob es hier um Geheimgänge gibt oder so. Nein. 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 Keine Geheimgänge. Okay. Dann lass uns mal da runter jumpen. Aber die Leiter können wir eh nicht runtergehen. Ups. Ah, guck mal hier. Goldene Rune 7. Cool. Cool, cool meine ich. So, hier geht's auch runter auf den Balkon. Ach so, das ist das Portal, wo wir
Wisst ihr, wo man irgendwo sich hinflattern lassen kann? So, er ist da hinten. Kann aber nicht viel machen da. Er kann ja gar nicht hochkommen, oder? Oh, falsche Richtung noch. Hm, wäre ganz cool, wenn wir ihn trotzdem platt machen würden, ne? Okay. Trinken? Was? Oder braucht noch einen Schlag, dann ist er weg. Refugiumstein. Gut. So, Tür ist auf. Jetzt können wir ja eigentlich noch dieses Portal runternehmen. Mehr gibt's hier nicht. Das machen wir jetzt. Damit ihr wisst, wie es weitergeht, schauen wir uns das aber erst beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, tschüss.